Hallo! Wir sind Janis und Jacqueline von dem Kanal Wenn Vagabunden. Und heute drehen wir ein Video für euch in Wellington, in einem Wald. Und zwar geht es um das Thema, wie ihr schon im Titel gesehen habt, plastikfrei oder plastikfreier Leben. Der Grund ist unter anderem nicht nur, dass wir gerne 6 Tipps mit euch teilen möchten, sondern auch, dass mein Buch Plastikfrei Leben für Anfänger ab dem 1.12. erhältlich ist. Ich bin schon mega aufgeregt, das ist das erste Buch, was ich geschrieben habe. Und ich erfülle mir damit einen Traum und würde mich natürlich auch freuen, wenn viele Leute das Buch lesen, denn sonst macht es auch keinen Sinn, ein Buch zu schreiben und die ganzen Informationen zu teilen. Das Buch gibt es auf Kindle und man kann es auch als Taschenbuch kaufen. Genau. Den Link tue ich euch natürlich ab 1.12. dann in die Infobox. Und jetzt legen wir direkt los mit dem Video. Der erste Punkt ist, also wir fangen ganz einfach an. Der erste Punkt ist, dass man Plastik vermeiden kann, indem man Sachen natürlich ohne Plastik kauft. Das heißt, es geht in Unverpacktläden, aber auch in normalen Supermärkten kann man oft Obst und Gemüse einfach ohne die Tüte kaufen oder selber eine Tüte mitbringen. Auch an der Käsetheke oder Wursttheke oder beim Schlachter oder Bäcker kann man eigene Behälter mitbringen und stellt die dann zum Beispiel bei der Käsetheke auf die Theke und die Mitarbeiter dürfen die nicht berühren, dürfen aber was reintun, quasi so, dass man die dann selber wieder zurücknimmt. Und das ist halt eigentlich der erste Punkt, einfach nachzufragen und überall zu gucken, inwiefern man unverpackt Sachen einkauft. Der zweite Punkt ist, Dinge in großen Mengen zu kaufen. Also wenn man jetzt Haferflocken zum Beispiel kauft, diese Haferflocken nicht in 500 Gramm zu kaufen, sondern zu versuchen, die in größeren Gebinden zu kaufen. Sei es in Unverpacktläden, wo man große Säcke kaufen kann, oder andere Läden, häufig Reformhaus und sowas, bietet größere Mengen an, dass man einfach Ausschau hält nach größeren Mengen, um dadurch halt den Verpackungsmüll zu verringern oder optimal zu vermeiden. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche speziellen Sachen braucht, dass man guckt, ob man sie zum Beispiel mit Freunden kaufen kann, also dass man eine große Menge kauft, davon aber dann selber gar nicht so viel braucht und sich das dann teilt mit Freunden und somit einfach den Verpackungsmüll zu verringern. Der dritte Tipp ist, einfach mehr Sachen selber zu machen. Das machen wir auch. Zum Beispiel, wenn Tomaten reif sind, einfach ein paar mehr Tomaten einzukochen, anstatt die eingekocht zu kaufen. Apfelmus kann man leicht selber machen und sowas wie Wraps oder Brot. Zum Beispiel Wraps sind oft in Plastik eingepackt und da sind dann nur 6 oder 10 oder so drinne. Die kann man super leicht selber machen und man spart halt nicht nur Plastik, sondern es ist auch viel günstiger, weil oft sind die Zutaten recht einfach. Also Mehl, ein bisschen Öl, Wasser. Und dann kann man die in der Pfanne quasi so Art ausbacken. Auf unserem Kanal haben wir auch ein Rezept zu Energy Balls. Wir haben auch Müsli-Riegel mal selber gemacht für eine Fahrradtour. Das ist eigentlich alles einfacher als man denkt und macht auch Spaß und dauert gar nicht so lange. Und was auch noch ein weiterer Vorteil ist, man spart nicht nur Plastik, sondern man weiß halt auch, was drin ist. Man hat weniger Konservierungsstoffe. Sachen halten sich zwar auch kürzer, aber das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil. Auf jeden Fall. Der vierte Punkt, vorbereitet sein. Also zum Beispiel hier Beeswax Wraps, also Bienenwachstücher, die man einfach auffalten kann und dann seine Sachen drin einpacken kann. Also dass man nicht Butterbrotpapier benutzt, dass man dann sofort wieder, naja, in Müll schmeißt danach. Die kann man auch super gut abwaschen und man kann die vor allem auch mit einem Bügeleisen und mit neuem Bienenwachs kann man die einfach wieder wie neu machen, einfach regenerieren, reparieren quasi. Der Vorteil von Bienenwachs ist auch, dass es antibakteriell ist. Deswegen kann man das super gut für Lebensmittel verwenden. Ja, dann eine Wasserflasche dabei zu haben. Diese haben wir jetzt gerade selber im Gebrauchtwarenladen gekauft. Sich einfach Wasser abzufüllen. In Deutschland ist das Wasser aus dem Hahn eigentlich immer trinkbar. Man braucht nicht extra Plastikflaschen kaufen, wo das Wasser schon seit einem Jahr drin ist und die Hormone in das Wasser reingegangen sind, sondern einfach das aus dem Hahn zu trinken. Also damit die Flasche mit zu haben. Als nächstes diese guten Stücke. Also hier ein Keep Cup und der hier war mit im Van, richtig cool. Einfach einen Coffee-to-go-Becher dabei zu haben, den man selber abwäscht und dadurch einfach nicht den Plastikmüll zu haben, wenn man sich einen Kaffee kaufen will, den aber am liebsten mitnehmen möchte, weil man gerade nicht so viel Zeit hat oder man fährt zur Arbeit oder wie auch immer, dass man einfach, naja, den Müll verringert, indem man diese guten Stücke benutzt. Dann haben wir natürlich, weil wir immer super vorbereitet sind, einen Jutebeutel dabei. Jutebeutel sind super nachhaltig. Jute ist ein richtig guter Rohstoff, der viel zu wenig in der Industrie verwendet wird und
hält Ewigkeiten, kann man einfach waschen, wenn er dreckig geworden ist und ist einfach super sinnvoll, die Beutel zu verwenden anstatt Plastiktüten oder Papiertüten. Dann der fünfte Punkt, das ist Mikroplastik. Und zwar ist Mikroplastik ist ungefähr für ein Drittel des Plastiks in unseren Meeren verantwortlich und man kann das reduzieren, also plastikfrei leben in diesem Sinne, indem man Kleidung aus Biobaumwolle hat oder aus Viskose, das ist Holzfaser. Wenn man jetzt natürlich schon Kleidung besitzt, dann würde ich die nicht weggeben oder wegschmeißen, aber wenn man neue Kleidung nachkauft, finde ich es wichtig, darauf zu achten. Daran ist auch noch wichtig, wenn man Fairtrade-Kleidung kauft, dann sind da weniger Giftstoffe enthalten und es wird eher auf die Menschenrechte geachtet, vor allem entlang der ganzen Kette, also nicht nur hier in Deutschland, sondern überall da, wo es produziert wird. Und zum Beispiel sonst beim Jeansfärben oder so entstehen halt super viele Giftstoffe, die schlecht für die Umwelt, das Grundwasser in dem jeweiligen Land sind und für die Menschen, die damit in Berührung kommen. Es ist halt auch nicht unbedingt gut für den Menschen, der das dann am Ende trägt. Die Haut ist ja unser größtes Organ, deswegen finde ich es schon wichtig zu überlegen, was man die ganze Zeit auf seiner Haut trägt, wo die Sachen herkommen und ja, wenn man eben plastikfrei leben möchte, auch darauf zu achten, dass die Sachen möglichst ohne Plastik, also Polyester, Polyamid, Nylon und so weiter sind, weil 60% unserer Kleidung bestehen leider daraus, deswegen muss man da schon extra darauf achten, dass der Anteil gering ist oder gar nicht vorhanden. Ja, der sechste und letzte Punkt sind Elektrogeräte. Bei Elektrogeräten ist es ja relativ schwer, plastikfrei zu kaufen, weil Plastik halt normalerweise der Träger ist für diese ganzen elektrischen Schaltungen und sonst was. Zudem werden sehr viele seltene Erden benutzt und häufig kommen diese seltenen Erden aus einer der größten Hersteller, ist der Kongo. Und da sind sehr große Firmen, die da die Minen betreiben. Jedoch die Leute, die im Kongo arbeiten, versuchen halt selber auch ein bisschen Geld zu verdienen und buddeln dann zum Beispiel selber Löcher, um Kobalt aus dem Boden rauszukriegen und werden andauernd verschüttet und sterben dabei. Es sind einfach widrige Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Und deswegen ist es super wichtig, dass man diesen Elektrogeräten versucht, eine lange Lebensdauer zu gewähren und halt auch gerade, wenn es um die Akkutechnologie geht, die Akkus zu schonen und die Akkus gut zu behandeln, damit sie eine lange Lebensdauer haben und sich nicht jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen, weil der Akku kaputt ist. Man kann die auch reparieren, zum Beispiel einfach den Akku austauschen. Häufig ist es bei den aktuellen Telefonen ja nicht so einfach, aber es ist möglich. In den ganzen Geräten hast du inzwischen Lithium-Ionen-Akkus drin und diese Lithium-Ionen-Akkus mögen es zum Beispiel nicht in extremen Temperaturen, also super heiß und super kalt. Das mögen sie nicht gerne und man sollte sie auch nicht komplett entladen oder ganz voll laden. Die Zyklenzahl und die Akku-Lebenszeit maximieren möchte, dann ist es optimal, wenn man zwischen 30% und 70% den Akku hält. Wir selber versuchen das auch, es ist manchmal aber nicht so einfach. Es ist auch nicht so schlimm, wenn man mal auf 20% oder 10% runtergeht. Es ist nur wichtig, dass man versucht, den dann schnell wieder aufzuladen oder wieder aus diesem kritischen, niedrigen Ladungsniveau rauszukriegen und damit einfach eine längere Lebensdauer von dem Akku zu haben, damit auch deine Elektrogeräte nicht wegen des Akkus sterben und trotzdem noch in Ordnung wären und man sich dann nicht ein neues kauft. Und man kann dann halt Plastik vermeiden, indem man den Lebenszyklus verlängert und halt viel seltener oder möglichst fast gar nicht neue Geräte kauft, indem man halt seine alten gut behandelt, pflegt und repariert. Und du hast jetzt gar nicht gesagt, wofür werden seltene Erdenmetalle genau verwendet? Ah ja, genau. Also die seltenen Erden, die brauchst du halt für diese Elektronikbauteile, die halt auf den Platinen von den Telefon oder iPod oder was auch immer du jetzt gerade benutzt. Auch für die Bildschirme, oder? Ja. Ja, für also die Bildschirme, also alles, was diese modernen Bildschirme hat, zum Swipen sind halt mit seltenen Erdenmetallen, die halt unter anderem aus dem Kongo oder aus anderen Krisengebieten kommen. Genau. Das war's erstmal von uns. Ich freue mich sehr, wenn ihr Fragen zum Video habt, wenn ihr sie in die Kommentare schreibt oder auf Instagram könnt ihr mir auch gerne schreiben oder uns. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns sehr gerne einen Daumen hoch. Und vergesst natürlich nicht, wenn euch das super gut gefallen hat, auch unseren Kanal zu abonnieren. Von uns gibt es jeden Mittwoch und Sonntag ein Video, ab und zu auch mal freitags, aber das lassen wir uns immer noch ein bisschen offen. Genau, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr abonniert. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.